Ja, mein Name ist Markus Bosch. Ich bin Dirigent, Professor in München für Dirigieren und war vorher 17 Jahre GMD. Ja, zuerst in Aachen 10 Jahre, dann 7 Jahre in Nürnberg. Und jetzt mischt sich das ganz schön zwischen Professur, meiner Chefposition in Rostock bei der Norddeutschen Philharmonie, wo ich sehr glücklich bin, am Meer, und natürlich mein Festival in Heidenheim, Opernfest spiele. Kann eigentlich sagen, ich habe von allem das Schönste, und das ist ganz toll, wenn man das sagen kann und genießen kann und auf dem Niveau Musik zu machen in eben verschiedensten Konstellationen. Die Probenarbeit mit diesem wunderbaren Stück der 5. Sinfonie von Sergei Prokofjew ist jetzt eine schöne Erfahrung mit dem Orchester. Es gibt einen großen Willen, alles herzustellen. Es gibt keinen Widerstand, sondern ich habe ein großes Gefühl von einem Mitmachen, und die Proben sind ruhig und konzentriert und eigentlich so, wie man es sich wünscht. Das ist ein hochkomplexes Stück, und vor allem für die erste Geige geht es sicher an Grenzen, an Machbarkeitsgrenzen. Aber das Orchester ist da unerschrocken, geht es mit mir den Weg. Zeitzeugen berichten so, dass der Uraufführung der 5. Prokofjew selbst im Konzertsaal noch der Jubel über den Zurückschlagen der deutschen Panzer in der Stadt war und im Publikum. Und das ist natürlich ein Tag nach der Freigabe der deutschen Panzer, hat mich das schon nochmal sehr geschüttelt, muss ich gestehen. Und das einzuordnen, dann diese Musik zu machen, die ja schon den Krieg beschreibt. Aber ich glaube, sie ist mehr deskriptiv als jubilierend. Und das ist die einzige Möglichkeit. Und er hat es der Freiheit des Geistes gewidmet, dass der Geist dann doch über die niederen Instinkte triumphieren kann. Habe ich auch gleich als ersten Satz zum Orchester gesagt. Das ist für mich die einzige Möglichkeit, dieses Stück jetzt zu machen. Als wir über das Stück gesprochen haben, war da ja davon nicht die Rede. Ja, sonst hätte man das Stück wahrscheinlich nicht Programm gesetzt, aber ich würde jetzt auch, glaube ich, dann nicht kneifen. Sie haben mich gefragt, warum man unbedingt kommen sollte. Damit Sie Ihr Orchester hören, das ist natürlich immer wichtig. Ich würde gerne Sie kennenlernen als Publikum. Und natürlich großartige Musik. Also die Sinfonie Prokofjew 5 kommt in der Regel auch nicht so oft. Und jetzt gerade die 5. ist nicht umsonst dann die bekannteste nach der ersten. Die muss man gehört haben. Punkt.